Hallo Markus, ich möchte dir heute offiziell danken für dein Giveaway und zu deiner Ehre bin ich mal rausgegangen und dachte, ich mach mal ein bisschen Feuer heute hier am offiziellen Grillplatz und dann mache ich mir, hab gerade schon Wasser geholt von dem See, dann mache ich mir hier die Kartoffeln und ja, schauen wir mal. So, ich suche nach Zweigen, die sich beim letzten Sturm oder so hier gefangen haben. Energiesparend, wie das ist. Überall gibt es immer wieder heruntergefallene Zweige. Das Zeug ist gut ins Feuernest. Und die trockenen Buchenblätter einfach abstreifen. Oh, hier ist noch was Kleines. Gerade so Sachen, die sind wirklich trocken und deswegen brechen die beim Sturm ab. Und wenn die dann so leicht sind und fallen runter, oder auch, dann sind die richtig schön trocken. Zumindest so trocken, dass trotz Schnee, oder, warte mal, doch, da ist noch was. Da ist noch was. Gesehen hier. Noch was. So. Ah, hier ist noch was. Sind leicht, trocken und das reicht erstmal fürs. Oh, da oben sind noch richtig. Viele, aber die sind mir zu hoch. Na gut, das reicht mir erstmal aus. Wenn ich die schön klein habe, da habe ich ein schönes Häufchen zusammen. Ja, das Feuer habe ich also jetzt gerade entzündet, das Feuernest, und es kommt so langsam in Gang. Zum Glück habe ich ein bisschen was vorbereitet. Alles von sogenannten Widowmakers, also Äste und Zweige, die vom Sturm runtergebrochen worden sind, und das ist genau das, was hier einigermaßen gut gehen wird. Ich muss gleich noch ein bisschen mit Pusten nachhelfen, und aber der heiße Rauch, der tut auch noch so die Restfeuchtigkeit ein bisschen austrocknen. Es zischt immer irgendwo noch ein bisschen, aber mit dem ab und zu ein bisschen nachpusten, das hilft. Jetzt sind es 20 Minuten, seit ich das kleine Flämmchen angezündet habe. Ja, Markus. Ich wollte dir zeigen, wie ich deine Schnur und dein Kienspan bei mir trage. Hier habe ich jetzt die Schnur drin gewickelt, sodass ich das wirklich auch immer dabei habe. Die Messer habe ich immer dabei. Die Kienspan ist wichtig. Die verschiebbaren Knoten sind dran gemacht. Den kann ich mir also auch mit einer Hand oder vier lösen und über einen Schlauch ziehen und den Kienspan durch den Schlauch durch. So. Hier habe ich an diesem Setup habe ich meinen Feuerstahl mit Kompass und Pfeife, aber deinen Feuerstahl, den habe ich immer jetzt hier in dieser Seitentasche, und insofern dann, wenn es kalt ist, wenn ich die Jacke nehme, habe ich auf jeden Fall immer den Feuerstahl. Vielen Dank, Markus, ist auch wirklich nett von dir, dass du noch extra Kienspan dazu getan hast.
Oh, ich glaube, die sind fertig. Testen. Wenn sie abfallen können, oh ja, gerade so. Wir können ruhig noch. Zwei, drei Minuten können sie ruhig noch. Ah, da wollte ich gerade was zeigen noch. Anderes. Knoblauch. Wie man den ganz einfach und mit einer Hand pellen kann. Man legt ihn auf eine harte Unterlage, lässt ihn einmal von der Seite und einmal von der anderen Seite knacken und ist gepellt. Und dann guten Appetit. Jetzt mit meinem Ultralight-System noch einen Tee.